Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Im Jahr 1891 fand in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main eine kleine Revolution statt. Erstmalig fand eine Übertragung von Drehstrom, also der Strom, den wir aus den Steckdosen kennen, in Deutschland statt. In ein Wasserkraftwerk in Laufen, das sind 175 Kilometer von Frankfurt entfernt, ließ Frankfurt dann entsprechend tausende Glühbirnen erstrahlen. Dieser Erfolg in Frankfurt war der Beginn des Aufbaus eines deutschen Stromnetzes, welches uns Arbeit und Wohlstand beschert hat und bis heute andauert. 130 Jahre später ist unser Stromnetz stark, aber auch unser Stromsteuerrecht ist ziemlich veraltet. Es ist immer noch zu sehr auf große Kraftwerksbetreiber und auf zentrale Produktion ausgelegt. Und deswegen mit dem heutigen Gesetzentwurf schaffen wir endlich eine Modernisierung des Stromsteuerrechts. Wir sorgen dafür, dass Bürokratie abgebaut wird für die Wirtschaft und für die Verwaltung. Und vor allem, wir sorgen mit einer dauerhaften Senkung der Stromsteuer dafür, dass es eine massive finanzielle Unterstützung für Unternehmen gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind drei konkrete und drei starke Punkte, mit denen wir die Wirtschaft entlasten wollen. Und das zeigt, dass die Wirtschaftsinitiative der Bundesregierung langsam ankommt. Erstens. Wir verstetigen eine Senkung der Stromsteuer für Firmen und für die Landwirtschaft. Wer in der Produktion viel Strom benötigt, zahlt in Zukunft weniger Steuern drauf. Er zahlt nur noch 50 Cent statt 20,50 € pro Megawattstunde. Das kostet den Staat 3,25 Milliarden jedes Jahr. Aber es lohnt sich, denn mehr als 500.000 Unternehmen werden davon profitieren. Das ist die Kunststofffabrik in Frankfurt-Griesheim, das ist die Chemiefirma in Frankfurt-Fechtenheim oder der Mittelständler im Industriepark Höchst. Wir ermöglichen damit im Schnitt eine Entlastung von bis zu 6.500 € pro Jahr pro Firma. Das ist richtig spürbar. Das ist die Erleichterung, die es auch braucht, um dafür zu sorgen, dass weiterhin in Deutschland produziert wird. Denn wir sind zu Recht sehr stolz auf Produkte made in Germany. Und erlauben Sie mir, dass ich das noch sage. Wir sind auch stolz auf Produkte made in Frankfurt und wollen dafür sorgen, dass es entsprechend so weitergeht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Das ist ziemlich peinlich, will ich sagen, Richtung der Unionsfraktion, dass Sie am Ende eine Steuerentlastung für Unternehmen, eine Steuerentlastung, die dafür sorgen wird, dass wir weiter in Deutschland produzieren wollen, wollen Sie nicht zustimmen. Das ist ziemlich peinlich. Und zweitens wollen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das Energie- und Stromsteuerrecht in die Zukunft bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass bidirektionales Laden endlich möglich wird. Bidirektionales Laden, das heißt, Akku von E-Autos zu nutzen für das Haus oder auch im Netz, um dafür zu sorgen, dass man genug Strom hat. Und das ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Erstens, es erhöht die Versorgungssicherheit. Zweitens, es stabilisiert die Stromnetze. Und drittens, es führt auch dazu, dass man Geld sparen kann. Und bidirektionales Laden hat in Deutschland ein riesiges Potenzial. Ein normales E-Auto hat einen Akku von etwa 60 Kilowattstunden. Und diese Kapazität kann dafür sorgen, dass man ein durchschnittliches Einfamilienhaus fast 7 Tage lang autark betreiben kann. Das zeigt, bei einer Million E-Autos in Deutschland, welches riesiges Potenzial dahinter steckt. Und mit dem Gesetz sorgen wir dafür, dass dieses Potenzial genutzt wird. Unser Gesetz wird aber auch dafür sorgen, dass die Einspeisung von genutztem Strom nicht zweimal besteuert wird. Das ist nämlich gerade die Situation, die wir erleben. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Batterie in der Tankstelle, zahlen darauf schon eine Mehrwertsteuer und später, wenn Sie die Lampe anmachen wollen, die Taschenlampe anmachen wollen und nutzen wollen, zahlen Sie noch mal eine Stromsteuer. Das macht absolut keinen Sinn. Das ist das, was wir beseitigen wollen. Und am Ende stärkt es auch Zukunftstechnologien in Deutschland. Gut, dass die Ampelregierung das jetzt auf den Weg bringt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend will ich sagen, das reicht nicht nur. Ich komme zum Schluss. Das reicht nicht nur, Sonntagsreden zu schwimmen und davon zu erzählen, dass man die deutsche Wirtschaft unterstützen müsste, sondern man muss auch aktiv hier im Plenum dafür sorgen, dass die entsprechenden Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Und liebe Union, auch als Oppositionspartei tragen Sie eine gewisse Verantwortung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Amundson. Damit schließe ich die Aussprache.